Hallo und herzlich willkommen, Freunde der Nacht, zu einem neuen Let's Play mit mir, eurem Theodor von den Schlachtenwütern. Wir spielen heute Memoria, ein Point-and-Click-Adventure, soviel ich weiß, von Das Schwarze Auge. Und ich würde sagen, wir labern gar nicht lange rum, wir gehen mal rein und schauen mal, was uns dieses Spiel zu bieten hat hier. Bei den Göttern, das fängt ja gut an. Wo haben diese Leute nur ihr Zelt aufgeschlagen? Wenn hinter der nächsten Biegung wieder nichts ist, kehre ich um. Wünscht ihr eine Einführung in das Spiel? Auf jeden Fall wünschen wir eine Einführung in das Spiel. Klickt auf einen Punkt im Wald, um dorthin zu laufen. Okay, gehen wir vor Monkey Island. Hui! Da, Glühwürmchen. Nimm Glühwürmchen. Benutze Glühwürmchen mit Flasche, Grog. Benutze betrunkene Glühwürmchen mit Unterhose vom Pirat. Okay, wir gehen mal weiter. Was ist jetzt los hier? What? Kann ich hier irgendwie eine Einstellung gehen? Das nervt mich hier. Kann ich nicht irgendwie... Warte mal, kann ich hier irgendwie... Vollbildmodus? Ist er eigentlich schon drin? Egal. Gut, guck mal, da ist das Zelt. Da sind doch bestimmt diese verrückten Fettuccini Brothers, die sich mit der Kanone durch die Gegend jagen. Na, endlich. Heda, kleines Mädchen, Giacomo Nauta schickt mich. Ich bin hier wegen des Rätsels. Sprichst du Garetti? Ich bin ein Freund. Giacomo hat mich angekündigt. Er hat den Helden von Andergast angekündigt. Einen starken, mutigen und klugen Mann. Niemanden, den ich ohne weiteres von Kopf bis Fuß aufschlitzen könnte. Ich bin der Held von Andergast. Wot von Moronsberg. Dinge mit Feenmagie heilen? So wie der Held die Träume der Andergaster heil gezaubert hat? Es war nicht ganz so. Aber ja, ich kann Dinge magisch reparieren. Dann beweise es. Das hier vor mir ist die fliegende Festung Keshari. Ich habe sie aus meinen Träumen nachgebaut. Ich dachte, aber was ich auch mache, sie kippt immer wieder um. Zaubere, dass sie stehen bleibt. Und ich lasse dich zu meinem Vater. Nichts leichter als das. Ich dachte jetzt, sie meint irgendwie das Zelt hinter sich oder so. Aber so ist natürlich auch schön. Klickt auf die Hölzchenfestung, um sie aufzurichten. Mit der rechten Maustaste seht ihr sie euch genauer an. Okay. Eine kleine Burg aus Stöckchen. Sie kippt immer wieder zur Seite um. Zaubere, dass sie stehen bleibt. Und ich lasse dich zu meinem Vater. Ich muss ja sagen, ne, das Spiel ist ja momentan total an mir vorbeigegangen, ne, aber ich bin jetzt schon total angefixt. Ist ja wie Monkey Island mit schöner Grafik und in DSA. Besser geht's ja eigentlich gar nicht, Freunde. Besser geht doch auch ohne Magie. Ja, geht doch auch so. Geron beherrscht einen Zauber, mit dem er zerbrechliche Gegenstände zerstören und wieder reparieren kann. Bewegt die Maus an den unteren Bildschirmrand, um euer Inventar zu öffnen. Klickt auf die magische Kugel am linken Rand und anschließend auf die Holzfestung. Kann ich mir noch nicht merken, ey. So, also, oder unten der alte Mann. Reparieren, zerstören. Sieh zu und lerne. Ja, mega. Lernen, dass du eine große Klappe hast? Die Festung ist überhaupt nicht kaputt, sondern einfach nur schlecht gebaut. Rede dich nicht raus. Zaubere, dass sie stehen bleibt. Und ich lasse dich zu meinem Vater. Ei, Karamba, die Holzfestung ist nicht das einzige interessante Objekt auf dieser Lichtung. Um sich alle anzeigen zu lassen, drücke die Leertaste. Seht euch nun ein wenig um und erkundet eure Umgebung. Vielleicht findet ihr etwas, das euch hilft, die Aufgabe des Mädchens zu erfüllen. Gut, dann tun wir das doch mal. Drücken wir die Leertaste. Okay, was haben wir denn da alles? Zelt, da dürfen wir wahrscheinlich nicht rein. Ein Wald, da können wir hinlaufen. Ein Dolch. Die Festung, das Mädchen und die Truhe. Ja, mich interessiert ja am meisten die Truhe, muss ich ehrlich gesagt sagen. Oh, die kann ich einfach so aufmachen. So, da, ich sag doch, benutze Glühwürmchen. Ihr tragt die Flasche nun bei euch. Wie eure Magie lassen sich auch Gegenstände mit anderen Dingen verwenden. Bewegt erneut die Maus an den unteren Bildrand, um euer Inventar zu öffnen und benutzt einen eurer Gegenstände mit etwas anderem. Mit dem Mausrad lassen sich eure Gegenstände und Zauber auch ohne Inventar durchschalten. What? Also, okay. Okay. Also, benutze... F-
Flasche. Mir mit fällt Kette. Dazu nichts ein. Nee, mir auch nicht, ehrlich gesagt, aber. Nein. Bei meinem Geschick würde ich mich nur schneiden. Entweder ja. am Messer oder an den unzähligen wegspringenden Scherben. Ja, schön. Nein. Entweder ja, okay. am Messer also. Oder an den unzähligen wegspringenden Scherben. Ach, guck mal, hier. Nein. Nein, Kollege, hier. Nimmst du Flasche, benutze mit Fluss. Kannst du nicht mit Fluss benutzen. Erst die Festung, dann das Zelt. Ach, du gehst mir doch auf die Ommel. Schon in Ordnung. Ich habe mein eigenes Messer. Ja, das ist schön für dich. Hölzchenfestung. Also gut, wir spielen jetzt 5 Minuten, ich bin jetzt schon verzweifelt, ne? Ich dachte, du kannst Dinge reparieren. Kann ich auch. Genauso wie ich sie zerbrechen kann. Mann, ey. Keine Sorge. Der Zauber funktioniert nur bei zerbrechlichen Gegenständen, nicht bei Menschen. Das klingt nicht sehr mächtig. Es kommt drauf an, was man daraus macht. Auf jeden Fall, wir gehen einfach mal ins Zelt. Erst die Festung, mein Lieber. Ach, mein Lieber. Ich stehe mir so an. Ich war ja noch nie gut mit Kindern, aber das schlägt dem Fass echt den Boden aus. Washington Pete Tapman, guten Morgen. Hallo und herzlich willkommen, mein Freund. So, Zelt dürfen wir nicht, Truhe. Dann noch was machen? Zumachen, okay. Dann gehen wir mal im Wald. Ich kehre nicht mit leeren Händen zurück. Ja, mit... Hä? Oh! Und jetzt? Unsinn. Nein. Bei meinem Geschick würde ich mich nur schneiden. Ja, ja, entweder ja. am Messer oder an den unzähligen wegspringenden Scherben. Auf jeden Fall, das Problem bei Point-and-Click-Adventuren ist erst immer, man muss erst immer rausfinden, wie unsinnig die ganzen Sachen sind. Was tust du? Keine Panik. Ich will nur etwas ausprobieren. Solltet ihr einmal nicht weiterkommen, klickt auf das kleine Buchsymbol am rechten Ende eures Inventars. Von nun an seid ihr auf euch allein gestellt. Erkundet eure Umgebung, nehmt mit, was ihr in eure Finger bekommt und redet mit den Menschen in eurer Umgebung. Alles kann ein Hinweis auf die Lösung eines Problems sein und vergesst eure Zaubersprüche nicht. Okay? Ja, benutze Scherben mit Holzchenfestung. Ich habe die Scherben um das Holz gelegt. Und nun? Und nun? Noris Kette ist mir heilig. Okay. Ich passe besser auf sie auf. Mit einem Dolch irgendwie was? Ich mache sie doch nicht kaputt. Sie gehört Nori. Ach, der wollte ich doch gar nicht. Du sollst Zauber nicht nachschnitzen. Ein Messer habe ich selbst. Warte mal. Ihr zaubern, genau. Oh. Darf ich jetzt rein? Papa, wie gibt sich einer als der Held aus? Schick ihn rein. Wenn du sehr wirklich geil. Der Held bist, dann ein sehr farbloser. Du erinnerst mich mehr an einen dummen, griesgrämigen Bauern. Ich bin Vogelfänger. Und es ist mir inzwischen gleich, was andere von mir denken. Ich habe eine Fee gerettet und ich habe ein Königreich befreit. Ich muss niemandem mehr etwas beweisen. Nun gut, geh rein und pass auf deinen Rücken auf. Ich bin immer hinter dir. Und ein Drachen hat er wahrscheinlich auch noch gesehen. Ah, Geron, wie schön. Komm, setz dich. Seid ihr Fahi? Ja, setz dich. Hast du gut hergefunden? Ja. Man sagte mir, ihr verkauft einen Zauber, mit dem man die Gestalt eines Menschen dauerhaft verändern könne. Eines Menschen oder eines Tieres. Aber alles zu seiner Zeit. Tee? Ja, bitte, oder? Ja, in Ordnung. Ach, ein Mann mit Geschmack. Das ist gut. Ja, finde ich auch. Andergast ist kalt, nicht wahr? Es geht. Aber zurück zu eurem Zauber. Natürlich. Du verstehst. Permanente körperliche Transformation ist eine gewaltige Macht. Es gehört schon viel Mut dazu, eine solche Gewalt einzufordern. Ich habe meine Gründe. Ich weiß. Giacomo erzählte davon. Du kennst meinen Preis? Giacomo erzählte etwas von einem Rätsel. Richtig. Du magst doch Rätsel, Geron, oder etwa nicht? Auf jeden Fall. Ich mach, wie ich, also solange sie lösbar sind. Solange sie lösbar sind? Keine Sorge. Du wirst es eine Weile mit dir herumtragen. Es drehen und wenden müssen. Ja, also auf so Rätsel stehe ich ja total. Und vielleicht kurz verzweifeln. Aber hast du es dann schließlich gelöst, ist die Belohnung dafür umso süßer. Woher habt ihr das Rätsel überhaupt? Seit gut 3 Monaten haben ich und meine Tochter
jede Nacht denselben Traum. Noch wundersamer ist, dass dieser Traum eine wahre Geschichte erzählt. Eine Erinnerung an eine Zeit vor 450 Jahren. Ich werde dir nun den Anfang des Traumes erzählen. Mehr brauchst du nicht zu wissen und dir danach das Rätsel stellen. Wenn du es lösen kannst, wirst du die Macht erhalten, deine Geliebte zurückzuverwandeln. Und wenn nicht? Geron, du bist der Held von Andergast. Natürlich wirst du es lösen. Also, auf jeden. Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Ich bin so bereit. Ich bin bereit. Gut. Der Traum beginnt, wie ich schon sagte, vor 450 Jahren in einem uralten Gewölbe, weit unter meiner Heimatstadt Fasar. Die Mächte der Finsternis bedrohen das Land. Und die große Entscheidungsschlacht steht kurz bevor, als eines Nachts eine Gruppe von Helden die Grabkammer eines uralten Magier-Moguls betritt. Okay, und dann? Haltet euch bereit. Ich werde nun die Grabkammer öffnen. Sind wir vollständig? Vollständig, meine Fresse. Es hätte schlimmer kommen können. Klar, wir hätten auch den stummen Verkiner verlieren können. Oder das Prinzesschen, das nicht kämpfen kann. Beruhig dich, Shabib. Du bist nicht der Einzige, dessen Nerven blank liegen. Oh, das tut mir leid. Musste die Prinzessin etwa Blut sehen? Hat das euer zartes Herz gebrochen? Ja, knack. Ich schätze, nun musst du mich ohne ertragen. Prinzessin Satya, Alric, wir müssen jetzt zusammenhalten. In dieser Grabkammer lauert die legendäre Maske von Malakar. Gelingt es uns, sie zum Heiligen Heer in den Raschtulswald zu bringen, ist die Schlacht gegen die Dämonen nur noch eine bloße Fingerübung. Wenn es uns gelingt und uns diese Mauern nicht vorher verschlingen. Ich beeile mich. Ich kann das Schloss nicht finden. Gebt mir einen Moment. Es muss hier irgendwo sein. Ja, dann gucken wir uns mal um. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass dieses Spiel so an mir vorbeigegangen ist, kann ich gar nicht begreifen. Ja, ich finde das so cool. Die Grafik ist richtig, sie ist schön einfach, aber richtig cool. Also, hoffentlich war das der letzte. Ich bin echt begeistert, muss ich ganz ehrlich sagen. Bleib unten. Ja, genau. Sie beobachten mich. Sie beobachten mich. Okay. Sie beobachten mich. Sie beobachten mich. Und ich kann sie beobachten sehen. Mich. Wer ist er denn hier? Wo waren denn da die drei Fragezeichen? Es sieht aus wie Blut. Das fasse ich nicht an. Es sieht klebrig aus und giftig. Okay, dann läuft die Wand runter. Er ist ein flinker Kämpfer. Ich sehe keine einzige Wunde. Red doch mal mit ihm. Warum hat dich das Volk der Verkiner verstoßen? Geht dich nichts an. Stimmt, deine Vergangenheit ist ganz allein dein Problem. Hauptsache, du führst uns bald sicher durch die Berge zum Heer. Hauptsache, ich bekomme bald mein Geld.
Ja, ich muss jetzt einmal durchtesten, ob der wieder das Gleiche sagt, wenn ich den jetzt anklicke. Du redest nicht viel, richtig? Richtig. So, der Krieger ist bestimmt Alrik, oder? Wie habt ihr mich vorhin genannt? Shabib. Das ist Tulamidia für kleiner Junge. Ohne mich wärt ihr schon längst tot. Bitte, keine Streitereien. Sie hat angefangen. Nee. So, Brettergeballer und Sator was right. Herzlich willkommen, ihr Lieben. Ja, ich mag das auch. Ich besser, mag auch ihr bleibt mir fern. Gern. Okay. Magier? Prinzessin? Der hat richtig, guck mal, können wir jetzt richtig viel reden hier. Warum habt ihr gerade uns als Gefährten gewählt? Wen meint ihr im Besonderen? Den Krieger. Kann der Prügelknabe noch etwas anderes außer um sich schlagen und schreien? Tja, das ist mehr als ihr könnt, Püppchen. Alrik hält uns die Ungetüme vom Hals. Er ist ein guter Mann. Okay. Finze? Sind sie echt? So, was ist mit dem Fekina? Wird Rachban uns wirklich bis zum Schluss begleiten? Ja. Sobald wir hier fertig sind, wird er uns durch den Raschtulswald zum Heiligen Heer führen. Er selbst ist in eben jenem Gebirge aufgewachsen. Er kennt den Weg besser als jeder andere. Ihr wisst, der Fekina ist ein Verstoßener. Sogar sein eigenes Volk fürchtet ihn. Wir haben keine andere Wahl. Wir brauchen ihn. Okay. Was ist mit dir? Wer ist denn Harun überhaupt? Welche Rolle spielte Harun? Er war euer persönlicher Leibwächter. Ach, spielte? Er sollte euch beschützen. Was er auch getan hat, bis zum Schluss. Es tut mir leid um ihn. Er kannte das Risiko. Wichtig ist, dass ihr am Leben seid. Warum ist das wichtig? Hattet ihr gezielt nach einer Prinzessin gesucht? Nein, ich hatte nach einem tulamidischen Gelehrten gesandt. Aber ein solcher ist schwer zu finden in diesen blutigen Tagen. Die wenigsten wissen sich zu behaupten. Und werden schnell Opfer der marodierenden Banden, die derzeit um die Vorherrschaft in Fasar kämpfen. Die Straßen von Fasar waren schon immer ein schreiender Albtraum. Umso größer das Wunder, dass ihr dort so lange überlebt habt. Ihr seid die verstoßene Erbin eines gestürzten Herrschers. Ich hätte meine Dukaten nicht auf euch gewettet. Okay. Wie kommt ein Magier wie ihr dazu, so eine Gruppe zu führen? Ich wollte mich der Streitmacht in Punin anschließen, als mir ein Adelsmann aus Fasar von der Maske erzählte. Der Rest war eine Frage des Geldes und der Entschlossenheit. Okay. Genug davon. Was ist hier mit der Mission am Start? Wie sehen die nächsten Schritte aus? Wir dringen in die Grabkammer des Moguls ein und stehlen die Maske von Malakka. Dann bringen wir sie über die Gipfel des Raschtulswalds zum Heiligen Heer, bevor es in die Schlacht ausläuft. Und dort triumphieren wir oder gehen elendig unter. Die Zukunft dieser Welt liegt in unseren Händen. Boah, was ist denn die Maske von Malakka? Ihr seid euch sicher, dass hinter dieser Mauer die Maske wartet? Ja, ganz sicher. Niemand weiß, woher der Mogul Malakka die Maske hatte oder ob er sie gar selbst erschuf. Aber er war so besessen von ihr und ihrer Macht, dass er sie am Ende mit in sein Grab nahm. Es heißt weiter, dass es ihm Zeit seines Lebens nie geglückt sei, ihre wahre Macht zu wecken. Was macht sie? Es heißt, dass der Träger der Maske jede verlorene Schlacht, überhaupt jede Niederlage und jeden Verlust in einen ewigen Sieg verwandeln kann. Aha. Wie tief sind wir? Das wissen nur die Götter. Fasar wurde Schicht um Schicht auf den Ruinen alter Dynastien erbaut. Darunter liegen Gewölbe so alt wie das Land selbst. Diese Grabkammer zum Beispiel wurde vor 2 Jahrtausenden vom letzten lebenden Magier-Mogul Malakka errichtet. Es heißt, er war ein Großmeister der Elementar- und Transformationsmagie. Mit einem bloßen Schnippen bog er Erz und Erde nach seinem Willen. Diese Hallen waren sein größtes und letztes Werk. Ja, erzähl mir noch mal was zu dem Heiligen Heer. Wieso nennt es sich das Heilige Heer? Das Heilige Heer ist eine Armee von Geweihten. Nur mit der heiligen Macht der Götter, so glaubt man, kämen wir gegen die anstürmenden Dämonenhorden an. Ihr sagtet, das Heer zieht über das Gebirge Raschtuls. Warum so ein schwieriger Umweg? Die meisten Pässe werden von den Legionen des Bösen bewacht. Zudem gibt es einen magischen Ort über den Gipfeln des Raschtulswalds, wo man hofft, eine letzte entscheidende Allianz zu schmieden. Dort werden wir uns dem Heer anschließen. Okay. Was ist mit der Schlacht? Wie konnte es nur so weit kommen? Eine Invasion des Bösen in unserer Zeit? Dunkle Zeiten gibt es immer wieder, Prinzessin.
Aber was genau dazu geführt hat, spielt keine Rolle mehr. Wichtig ist nur, dass wir bereit sind zu kämpfen. Die größten Helden unserer Zeit haben sich zusammengefunden, um die Entscheidungsschlacht in der gorischen Wüste zu schlagen. Und auf ewig in die Geschichte einzugehen. Wenn wir gewinnen. Habt ihr nicht langsam genug gequatscht? Er hat recht. Nee. Wir müssen weitermachen. Ihr habt keine weiteren Fragen? Doch, bestimmt. Euch helfen. Was ist das Problem? Das Schloss ist verborgen. Ich finde es nicht. Irgendein geheimer Mechanismus. Vielleicht ein Objektum dieser Piratek? Was auch immer. Ihr müsst es öffnen. Ihr braucht wirklich keine Hilfe? Nein. Das Schloss ist garantiert magisch verborgen. Und damit kann nur ich es finden. Vielleicht ist das auch einfach unter dem Dreck da. Es muss nur noch der Schlüssel in das Schloss und der Weg ist frei. Wo seht ihr ein Schloss? Die Tür ist überzogen von Dreck. Was versteht eine Prinzessin schon von Dreck? Genug, um zu wissen, dass er sich abwaschen lässt. Das sind gute Neuigkeiten für dich, nicht wahr? Was willst du damit sagen? Psst! Silenzium, bitte! Ich brauche Ruhe. Ja, haben wir den... haben wir den Kram Wasser? Macht denn der Rubin? Mein Almandin. Mein zorniges Auge. Mein trauriges Herz. Gegen nichts auf der Welt würde ich ihn jemals eintauschen. Ja, okay, aber können wir denn nicht irgendwie noch, what? Haltet euch von den Wächtern fern, Prinzessin. Selbst ihre abgetrennten Glieder haben noch Leben in sich. Okay. Die Wächter sind zerbrechlicher, als sie aussehen. Okay, das hatten wir alles. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zur Halle. Wir müssen bestimmt irgendwie Wasser holen. Seid ihr lebensmüde? Oder? Ihr habt gesehen, was da draußen für Kreaturen herumlaufen. Zu doof? Zu jetzt gehen, wenn ey. So die Prinzessinnen in diesem Land sind, dann möchte ich nicht die Könige erleben. Keine Sorge, das werdet ihr nicht. Dem letzten Kalifen von Fasar wurde vor 5 Monaten bei lebendigem Leibe die Haut abgezogen. War er ein Tyrann? Ja, wie alle Herrscher in dieser Stadt. Außerdem... Was? Habt ihr die Tätowierung auf ihrem Arm gesehen? Ich glaube, es ist das Zeichen Malakars. Sie ist eine direkte Nachfahrin. Wir haben die Ur-Ur-Urenkelin eines verdammten Magier-Mogul-Monsters in dessen Grabkammer mitgenommen? Seid ihr noch bei Trost? Sie ist ein guter Mensch. Vertraut mir, wir werden sie bald brauchen. So, mich jetzt mal hier gespannt so ein bisschen. Was haben wir denn da alles? Grabeingang, okay. Bruchstelle. Koloss. Ruinen. Alter, wie weit kann ich denn jetzt hier rumlaufen? Er war schon so, als wir herkamen. Wer weiß, ob wir sonst gewonnen hätten. Okay, red doch mal mit ihm. Kannst du mich hören? Du tust mir leid mit deinen gebrochenen Beinen. Es ist sehr einsam hier unten. Aber einen Schritt näher und wir brechen dir auch noch den Hals. Okay. Das Erbe dieser Hände hielt mich mein Leben lang gefangen. Doch heute werde ich mich endlich befreien. Oh, Kasim, du wirst noch bereuen, was du mir angetan hast. Das Erbe dieser Hände hielt mich mein Leben lang gefangen. Doch heute... Oh. Moin, Dustin. Eine große Hand. Okay. Weiter nichts. Und wenn wir die ganze Grabkammer zertrümmern müssen, ich werde triumphieren. Um das Rückgrat des obersten Wächters zu brechen, hat der Magier den Ohrschmuck des Moguls zu Fall gebracht. Doch für Harun kam jede Hilfe zu spät. Na, wer wird dich hier unten sehen? Wer wird dich anbeten? Dir huldigen? Sehr bald werde ich 1000-fach größer sein, als du es jemals warst. Und anders als du werde ich nicht in einem finsteren Loch enden. Boah, die ist aber so ein bisschen arrogant. Das ne? Abbild des Magier-Moguls, der vor tausenden von Jahren hier herrschte. Und nun hier begraben liegt. Er sieht aus wie ein riesiger Zwerg. Okay, also hier haben wir definitiv... Kann ich da noch irgendwie gucken? Ruinen? Da kann ich nur hinlaufen oder was? Erstmal zum Kampfplatz.
Alter, was ist denn hier los? Harun, alter Schwede. Alter Schwede. Boah, was kann ich denn hier alles anklicken? Säulengang, Felsen, Wächter, Felswand, Tasche. Wo findet der ein bisschen... Da, guck mal, ist schon mal ein Dolch. Ist schon mal super. Mach erstmal da die Tasche auf. Er war ein Tollpatsch. Aber er hatte den Verstand, an Dinge zu denken, an die wir nicht dachten. Was auch immer er bei sich trägt. Es könnte uns helfen. Ja, das den habe ich heute entdeckt. Ich hatte mich nach Deponia umgeguckt im Steam-Store und dann stand da, dass sie halt hier auch das schwarze Auge gemacht hatten und das wusste sie ich tatsächlich genau so noch nicht. Sie hängt genau außer Reichweite. Ja, und dann habe ich mir das Set gegönnt und habe mir erstmal hier jetzt mit dem schwarzen Auge angefangen, habe ich mir gedacht, das passt ganz gut. Es würde zu lange dauern, ihn runterzuholen. Die Zeit rennt uns davon. So, ja, dann schneid doch ab, die Tasche. Ja, danke, danke. Werde ich haben. Es würde zu die Zeit... Nein, ich will doch da die Tasche nehmen. Ist die Tasche jetzt runter? Was ist denn jetzt passiert hier? Hä? Wie doof, was ist jetzt passiert? Ist da was runtergefallen oder was war jetzt? Oh, der Dustin hat mir abgelenkt, ey. Ist aber runtergefallen oder was war jetzt los? Ah, das war runtergefallen hier, bestimmt. So, ein Verband, eine Latsche und Wasser. Alkohol, noch besser. Noch besser, noch besser. Können wir das Seil auch mitnehmen? Unser Seil. Wenn wir die Wächter von der anderen Seite nur schon bemerkt hätten. Ist wahrscheinlich jetzt... Jetzt hör dich nur an. Wie jämmerlich du doch bist. Harun musste sterben. Wir müssen alle bereit sein zu sterben. Boah, die ist echt hart drauf, ey. Das ist der Tribut, den wir zollen müssen, um größer zu werden als unser armseliges Dasein. So, wir gucken jetzt mal hier. Soll ich das Seil mitnehmen? Auf keinen Fall. Okay, gut. Hab ich mir schon fast gedacht. Das hab ich mir schon fast gedacht. So, gucken wir uns hier nochmal um. Bastard. Bastard von Asgard. Es war ein guter Kampf. Das war die Hauptsache. Was ich nicht verstehe, ist, warum der Harun da jetzt... Er ist heldenhaft gestorben. Warum wurde er da durchbohrt? Verstehe ich nicht so ganz. Felswand. Einschlagen. Wenn ich sie nur irgendwie einreißen könnte. Warum? Warum willst du die einreißen? Sehe ich jetzt auch momentan, ehrlich gesagt, noch keinen Sinn drin. Du erinnerst mich an die Palastwachen, die ich einst kannte. Doch anders als sie warst du von vornherein gegen mich und fielst mir nicht erst später in den Rücken. Danke. Irgendwie. Dahinter liegt die Grabkammer. Okay. Okay, aber... Orchen, what? Ich höre nichts außer dem ratlosen Murmeln des Magiers und dem wütenden Selbstmitleid des Kriegers. Dass wir es überhaupt bis hierher geschafft haben, grenzt an ein Wunder. What is the Felsen da? Der Krieger kann noch so viel rumtönen. Am Ende hat uns der Magier den Hals gerettet. Okay, gut. Wale. Okay. So, dann benutzen wir jetzt den Alkohol mit den Verbänden und das Ganze benutzen wir dann da mit der Tür. Und dann haben wir da so ein Schloss wahrscheinlich und dann können wir wahrscheinlich da rein. Haltet Abstand. Wir wissen nicht, was sich hier sonst noch verbirgt. Ja, pass auf. Ich zeig dir jetzt mal, wie das geht. Mein Freund, ich zeig dir jetzt mal, wie das geht. Die Kruste ist zu trocken, um sich damit wegwischen zu lassen. Ah, okay. Ich sollte mit dem, was ich noch habe, sparsam sein. Tretet beiseite. Berührt auf keinen Fall die Tür. Gut, dann müsst ihr das machen. Was soll das? Es gibt keinen verborgenen Mechanismus. Die Tür ist einfach nur verdreckt. Bürstet sie ab und ihr findet euer Schloss. Hm?
Ja, Brettergeballer. Ich finde auch, die Sprachausgabe ist richtig gut. Das macht richtig Spaß. Auch die Grafik finde ich richtig gut. Die sechs Beine öffnen die sechs Riegel. Bei allen zwölf Göttern. Das läuft ja hervorragend. Entspann dich. Ich weiß, du willst nur helfen, aber ich schaff das schon allein. Wir müssen es kleben. Ach, ist ja... Wo ist das Bein? Hä? Hat die jetzt... Wo ist jetzt das Bein? Hier oder was? Alkohol, Verband, Dolch, Rubin. Das fasse ich nicht an. Es sieht klebrig aus und giftig. Ja, deswegen sollst du auch... Haltet Abstand. Wir wissen nicht, was sich hier sonst noch verbirgt. Zierbogen? Wer hat denn jetzt den Ding? Habe ich da genommen oder nicht? Rubin, Messer, Verband. Ich darf mein Ziel nicht aus den Augen verlieren. Ja, schön, aber wo ist denn jetzt das Ding hin? Ich versuche, die Käferteile ineinander zu schieben, aber es geht nicht. Ja, sie halten nicht. Du musst mir das geben, mein Freund. Ich versuche, die Käfer... Sie halten. Ja, klar halten die nicht. Du musst halt ja auch kleben. Du Agent. Erstmal machst du das mal sauber hier. Ich kann den Schlüssel nicht einfach zusammenbinden. Er würde nicht halten. Ja, okay. Ja, wo ist denn die Kakobürste hin? Eine Rolle Verband. Ja, die Rolle Verband. Die nimmst du jetzt hier mal und machst das da mal dran. So. Lieber nicht. Wie lieber nicht? Doch. Alter. Ich kann den Verband pro... Na, das sollst du doch gar nicht machen. Du sollst jetzt den Delvet auf den Dolche tun. Jetzt so ist nämlich. Die Klinge klebrig. Ja, genau so. Die gibst du jetzt mal hier dem Magier. Ich versuche, die Käferteile... Sie halten. Ja, du, ich hab ja... Ich hab doch... Mein Freund, du musst mir auch zuhören. Ich kann doch den Verband pro... Ja, also... Ich hab ich doch kann hier, den Verband... Also... so. Hier. Kleb damit das Bein. So, nämlich. Ja. Bums, ja, einfach reinknallen lassen. Es ist soweit. Seht ihr die leuchtende Inschrift, Alrik? Ur-Tulamidia ist eine tote Sprache, die nur noch von wenigen gesprochen wird. Von noch weniger, seit die geistigen Führer dieser Stadt zusammen mit ihrem Kalifen hingerichtet wurden. Man muss gebildet sein, um diese Schrift zu lesen. Gebildet wie ein Kind aus gutem Hause. Gebildet wie die letzte Prinzessin von Fasar. Allein darum haben wir euch mitgenommen. Nun sagt mir, was ist die Antwort des Rätsels auf der Kammer? Die Götter stehen mir bei. Was? Was liest ihr? Das kann ich euch nicht verraten. Es würde zu viel verändern. Dafür haben wir sie mitgenommen? Ich verstehe das nicht. Prinzessin? Sehr geil. Prinzessin, wo seid ihr? Bei den Zwölfen ist das dunkel. Ich bin hier drüben. Ah, oh. Passt beim Verlassen auf den Käferschlüssel auf. Er liegt mit der Tür auf dem Boden. Wenn ihr zerbricht, sind wir hier eingesperrt. Was ist das für ein Geruch? Alrik, kommt nicht rein! Hier ist Gas in der Luft. Leuchtet mit der Fackel vorsichtig durch die Tür, aber bleibt draußen. Und keine Zauber! Fremde Astralenergie könnte eine Falle in diesem Raum auslösen. Seid vorsichtig, wo ihr hintretet, Prinzessin. Schwierig ohne Licht. Wenn ihr einen Weg wisst, wie man ohne Feuer und ohne Magie Licht macht, dann sagt es. Lichtspalte. Es ist bestimmt irgendwo ein Spiegel oder so.
Lichtspalt, Ringhalterung, Haken, Räucherschale, Silberschale, Loch. Nimm Silberschale erstmal. Ringhalterung. Benutze Silberschale mit Ringhalterung. Nein. Nein? Mit Lichtspalt. Das wird niemals gehen. Okay. Mit Loch. Nein. Nein, auch nicht. Okay. Mit Haken. Ah! Ja, ich habe mir die Hand aufgerissen. Ja, der Haken ist bereits voll mit meinem Blut. Ja, schön. Hört sich gut an. Nimm Stäbchen. Nimm Räucherschale. Okay. Guck dir mal den Lichtspalt an. Mit den Händen bekomme ich ihn nicht weiter auf. Und selbst wenn, käme nicht genug Licht herein, um die ganze Kammer zu erleuchten. Ich muss anders Licht machen. Ja, wie müssen wir jetzt Licht machen? Können wir noch weitergehen, oder? Habt ihr etwas gefunden? Ja, ich glaube hier. Aber ich muss es sehen, um sicher zu sein. Okay. Ja, das ist schlecht. Relativ. Okay, was haben wir denn alles? Das wird niemals gehen. Nee, hab ich wusste. Der Weg der Willkür ist nicht mein Weg. Nee, meiner auch nicht so. Besser nicht. Warum nicht? Kann ich den nehmen? Nee. Ja. Boah. Erst muss das Stäbchen brennen. Das Stäbchen muss brennen? Okay. Gucken wir doch mal. Nutze Stäbchen mit. Was soll ich damit? Okay. Der Weg. Okay. Prinzessin, beeilt euch. Ich brauche Licht. Ja, ich weiß. Das Licht der Fackel. Ich darf mein Ziel nicht aus den Augen verlieren. Ja, für mich war das jetzt logisch. Die Ringhalterung, die schnalle ich noch nicht so ganz, ehrlich gesagt. Ich sehe keinen Zusammenhang. Ja, das ist immer so mit dem. Ah, okay. Ah, das ist schon mal gut. Doppelte Silberschale. Okay. Das geht da nicht rein? Das führt doch zu nichts. Nee. Als ob ich damit mehr sehen könnte. Ja, ich hab irgendwie gedacht. Boah, Freunde. Freunde. Ich darf jetzt nicht den Kopf verlieren. Ja. Jetzt wird's logisch. jetzt kommt der Punkt, an dem es logisch wird. Ah, guck mal. Ah. Bei denen. Ah. Ist sie das? Ja, das ist sie. Die Maske von Malakar. Damit werden wir die Schlacht gegen die Dämonen ein für alle Mal schlagen. Ayal, ein Wächter. Bewacht die Tür. Wenn der Käferschlüssel beschädigt wird, sind wir hier eingesperrt. Oh. Scheiße. Wo kam der denn jetzt her? Na los, Yalla. Töte mich. Mein Leben ist ohnehin nicht viel wert. Schwächling. Das war's jetzt. Die Flammen in seinen Augen sind heiß. Nimm ihn wieder raus jetzt. Natürlich ist hier kein Gas in der Luft. Das Feuer in seinen Augen hätte dem Wächter sonst schon längst den Kopf gesprengt. Okay, was können wir denn jetzt hier Neues anpatschen? Also wir haben nur eine Silberschale, was ist da oben der Stab? Was ist das? Blut? Rauch? Der Stab?
Was hat das zu bedeuten? Ah, ich habe eine Idee. Okay, also das Ding ist ja schon blutig, ne? Da ist ja immer noch blutig hier, ne? Also Blut haben wir schon. Hier ist nichts. Wo ist mein Mauszeiger? Und seit der Angreifer auf den Käfer trat, ist der Ausgang fest verschlossen. Mein Mauszeiger ist weg. So, pass auf. Pass auf. Benutze Räucherstab mit glühenden Augen. So, Es ist so still. Ich kann mein eigenes Herz schlagen hören. Noch. Ist gut. Okay. Und jetzt den Stab, oder wie war das? War noch nicht richtig, glaube ich. Also Finger kaputt. Räucherschale, das haben wir. Und dann den Stab nehmen. Also wahrscheinlich muss ich erstmal den Spiegel haben. Ist das meine Hand? Ja, sicher ist das deine Hand. Und mein Blut in der Schale? Ja, sicher ist das dein Blut in der Schale. Was denkst du denn? So, nimm mal die Silberschale da weg. So, jetzt hängst du mal wieder das Räuchermoped dahin. So, und jetzt den wahrscheinlich wegnehmen. Immer noch nicht. Ach, muss ich mich nochmal verletzen, oder was? Na gut, okay. Dann probieren wir jetzt nochmal, uns nochmal hier zu verletzen. Ist das meine Hand? Ja, ist es. Ich fummel hier ist nichts. Ja, ich war. Es ist so schön. Ach, du sollst einfach. Du sollst da nur aus dem Weg gehen. Hier ist nichts. Nirgends. Ich habe mein Nichts und niemand verwundet mich zweimal. Ich habe meine Lektion gelernt. Nichts und niemand verwundet mich zweimal. Der Rauch wickelt sich um den Kopf des Stabes. Nee, der war schon. Ich habe meine Lektion. Nichts und niemand. Benutze Verband mit blutiger Haken. Der Verband ist jetzt voller Blut. Ah, okay, gut. Dann können wir den jetzt da reinlegen. Ist das der? Da ist er. So, und jetzt können wir den Stab da nehmen. Ah, willkommen, Schar. Ja, aber darfst du nicht loslassen. Was war das? Musst du festhalten. Wer bist du? Was machst du in meinem Kopf? Hallo? Ihr müsst mich schon berühren, wollt ihr mich hören, Charizard? Was machst du hier? Wie bist du mit den Schuhen hier reingekommen? Warum bist du angekettet? Um ehrlich zu sein, Charizard, ich weiß es nicht. Ich erinnere mich nicht. Auf einmal war ich hier, in der Dunkelheit, festgekettet, vor unzähligen Jahrhunderten. Du lügst doch. Keineswegs. Ich sah den Aufstieg und Fall eines jeden Staubkorns in dieser Kammer. Nur meine eigene Geschichte kenne ich nicht. Ich will ja nichts sagen, ne? Aber ich bin so ein Stimmenprofi, ne? Wenn ich so Stimmen höre, kann ich dir mal gut zuhören, ne? Ich glaube, das ist die Stimme von, das könnte die Stimme von Daniel Craig sein. Und dann wäre das auch gleichzeitig die Stimme vom großen Hasen von Weißt du eigentlich, wie lieb ich dich habe? Ja. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das ist, aber ich bin mir ziemlich sicher. Wieso höre ich dich in meinem Kopf? Das kommt von eurem Blut, das ihr mir geopfert habt. Ich habe einen Pakt mit einem Dämon geschlossen? Verzeiht, ich hätte euch vorher warnen sollen. Ja, ist ja auf jeden Fall. Mach die Tür da auf. Öffne die Tür. Du kannst das doch, oder? Ich fürchte nicht. Nein. Was kannst du dann? Ich kann das Licht entfachen und löschen. Und ich kann den Wächtern Befehle erteilen. Mach Licht. Wecke die Wächter und befehle ihnen, das Tor einzureißen. Aber dann lauft ihr davon und ich bleibe zurück. Es wird weitere Jahrtausende dauern, bis sich wieder eine Prinzessin hierhin verirrt. Du weißt, wer ich bin? Ja, ich habe euch vor der Grabkammer belauscht. Was haltet ihr von einem weiteren Pakt? Ich helfe euch aus der Grabkammer und ihr nehmt mich mit. Prinzessin und Hofmagier. Herrin und Diener.
Zusammen erobern wir die Welt. Abgemacht. Was? Wirklich? Wer wäre so dumm, ein unheimliches Wesen wie mich so leichtfertig zu befreien? Ich nehme, Wot? Was ich kriegen kann. Ihr macht mir Angst. Wot, Gunnar, Ilana, also ziemlich alle. Mich inklusive. So, jetzt mach Licht hier. Entzünde die Fackeln. Lasst uns das gemeinsam tun, Charizard. Richtet eure strahlenden Augen auf die Finsternis und konzentriert euch. Solange ihr mich berührt, könnt ihr nicht nur mit mir sprechen, sondern auch mit mir zaubern. Okay. Kriege ich hier so ein Auge da? Dunkelheit. So erblicket die Pracht der letzten Ruhestätte meines Meisters. Bei meinen Ahnen. Seid ihr schön. Wir haben also eine Abmachung? Ja. Ja, die haben wir. Gut. Okay, ja, nimm mit da. Du steckst fest. Ich hänge ja nun auch schon sehr lange hier. Lockert die Halterung und zieht mich mit einem starken Ruck gen Himmel. Du erinnerst dich also an den Himmel. Den Himmel, die Freiheit, das Funkeln und Klingen der Sprache. Manche Dinge vergisst man nie. Ja, da haut sie raus. Du steckst immer noch fest. Lockert die Halterung und zieht mich mit einem starken Ruck gen Himmel. Da muss ich erst hier raus, oder was? Was ist denn hier? Ah, boah, Alter, wie viele Sachen kann ich denn hier anklicken? Glühende Augen, Wächterreste. Er hat den Magier und die Maske unter sich begraben. Ja, hat er wohl. An einem Ende hängt der Zauberstab, am anderen eine schwere Metallkugel. Und nun? Wohin damit? Ins Loch. Das würde klappen. Ja, sicher klappt das. Wenn die Kugel den Stab nicht mit in den Abgrund reißen würde. Ja, dann mach doch hier durch die Ringhalterung. Und dann da rein. Alter, wie geil, ey. So, Metallkugel. Benutze Metallkugel mit. Nein, nicht da reingucken. Das ist kein Ausweg. Nee, da. Ich würde da jetzt durchpassen, aber du. Die Stimme der Prinzessin ist mir tatsächlich jetzt noch nicht aufgefallen. Wer ist, da muss ich mal drauf achten. So, hab ich Stab. So, ich habe dich befreit. Was nun? Nun habe ich endlich Beine und bin nicht mehr allein. Ich meine, wie kommen wir hier raus? Gar nicht. Diese Mauern sind unentrinnbar. Aber du sagtest... Ach, Charizard. Wir befinden uns hier im dunkelsten Loch, das die Welt nie kannte. Hier bedeutet doch nichts... Gar nichts. Schon gar nicht ein Versprechen von einem Stück Holz an eine Todgeweihte. Aber lasst uns dennoch Freunde sein. Wir können mit dem Licht spielen oder die Wächter wecken oder... Wenn du es nicht machst, ich werde mich an unsere Abmachung halten. Ich werde einen Weg hinausfinden. Und wenn du mir dabei hilfst, werde ich dich mitnehmen. Charizard? Und hör auf, mich Schmetterling zu nennen. Ich bin kein Schmetterling. Und wir sind auch keine Freunde. Von nun an tust du, was ich dir sage. Und wenn nicht? Werfe ich dich in ein noch tieferes Loch, wo dich wirklich niemand mehr finden wird. Wie ihr befiehlt, Herrin. Ihr seid zu gütig, Herrin. So, jetzt, was ist denn überhaupt mit der Maske? Ist die Maske gar nicht mehr da? Also, Haken, Wächterreste, brüchige Wand und ein Loch. Gucken wir uns erstmal ein Loch an. Hallo? Hallo, Alrik? Hey! Hilfe! Ich bin hier eingesperrt! Hilfe, Rachwan! Wenn du noch am Leben bist, zeig dich! Der Verkina scheint euch nicht sonderlich zu mögen, Prinzessin. Wahrscheinlich ist er tot. Oder er hat euch im Stich gelassen. Hey! Ich bin hier... Ich sehe nur lauernde Schemen. Für alles Weitere brauche ich Licht. Mach Licht. Hey, ich bin hier. Ich sehe nur für alles Weitere. Hey, ich bin hier. Geh da wieder rein. Ist doch nix. So, hier die Wand da. Ich kann den Spalt nicht mehr finden.
Irgendwo war hier doch ein Lichtspalt. Sie sind zu groß und zu schwer. Mein Wille allein reicht nicht, um sie zu bewegen. Okay, okay. Wir gucken uns erstmal den Rest an. Wahrscheinlich muss ich irgendwie... Was ich noch mitnehmen kann hier. Erst riss ich mir die Hand auf. Von nun an halte ich mich von dieser Schale fern. Okay, alles klar. Kannst du gerne machen. Ich habe meine Lektion gelernt. Nichts und niemand verwundet mich zweimal. Ach, müht euch nicht ab. Wozu habt ihr mich? Den mächtigsten Magier, den diese Hallen je gesehen haben. Du kennst nur einen Zauber. Aber der ist vielseitig einsetzbar, meine ignorante Herrin. Ach, müht euch. Wozu habt ihr... Du kennst nur ein... Aber der ist... Okay. Ich darf mein Ziel nicht aus den Augen verlieren. Du sollst die Kette hoch wieder sie ziehen. Sie ist bereit. Du sollst sie wieder hochziehen. Sie ist viel zu schwer, als dass ich sie bewegen könnte. An der Säule hängt ein Ring. Offenbar ließ sie sich einst verschieben. Okay. Mach die Feuerschale aus. Sie sind zu groß und zu schwer. Mein Wille allein reicht nicht, um sie zu bewegen. Es werde ewige Nacht. Ewige Nacht? Du kannst sie doch jederzeit wieder anschnippen. Herrin, ich weiß, ich bin kein Poet, aber bitte lass mir meine Poesie. Ja. Mit den Händen bekomme ich ihn nicht weiter auf. Habe ich denn irgendwas dafür? Stab. Ich brauche etwas Spitzeres, um die Öffnung zu vergrößern. Spitzeres? Nichts Spitzes. Ein schöner Stein. Ja, er ist aus dem Palast. Aber mehr muss dich nicht interessieren. Interessant. Das bringt mich nicht weit. Hey, mach nochmal wieder hier. Wieder Licht. Es werde Licht. Also eine herrschaftliche Grabkammer. Nur für euch. Das werden wir noch sehen. Tja. Wächterreste, glühende Augen, Wächterreste, Loch, Feuerschalen, Feuerschale, brüchige Wand. Ja, die ist ein bisschen doof. Sie ist viel zu schwer, als dass ich sie bewegen könnte. Ja, mir wird ja schon reichen. Ich weiß nicht einmal, wo ich ansetzen sollte. Wenn du die... Einmal war schon schwer genug. Ja, aber das können wir doch bestimmt irgendwie gebrauchen. Oder hier den Haken, reiß den da raus. Ich habe meine Lektion gelernt. Nichts und niemand verwundet mich zweimal. Ja, aber wir brauchen doch was Spitzes. Nein. Nee, auch nicht. Boah, Freunde, ey. Das ist aber echt tricky. Und mit dem Stab da drauf. Ich brauche etwas Spitzeres, um die Öffnung zu vergrößern. Irgendwo war hier doch ein Lichtspalt. Räucherschale kann ich auch nicht wieder mitnehmen, ne? Erst riss ich mir die Hand auf, dann weckte ich einen Dämon. Von nun an halte ich mich von dieser Schale fern. Ja, aber für irgendwas muss doch auch das Loch gut sein, oder nicht? Kann ich da nicht auch Helligkeit zaubern? Warte mal, kann ich da bestimmt auch zaubern. Mache Licht. Richtet meinen Zauber auf eine magische Feuerquelle. Und euer Wunsch ist mir Befehl. Ich sehe keine. Das liegt daran, dass es hier keine gibt. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Was haben wir denn hier? Dunkelheit. Auch zur Halle gehen? Erst muss ich hier raus. Ja, da habe ich mir gedacht, dass du da erst raus musst. Ach, Freunde. Da kommt aber auch nicht mal eine Idee von euch oder so, ne? So mal, mach doch mal dies oder mach doch mal das. Da müssen wir mal gucken, ob wir irgendwas kombinieren können. Ich darf mein Ziel nicht aus den Augen verlieren.
Danke, Herrin, aber ich bin schon hibbelig genug. Was macht ihr da? Ich kann nichts erkennen. Ich wickel Verband zwischen deine Hörner. Warum? Das wirst du schon noch sehen. Einmal hat gereicht. Wer hat die jetzt... Warum? Ich brauche etwas Spitzeres, um die Öffnung zu vergrößern. Okay. Wo ist der Text? Wollte nur noch mal sicher gehen. Besser nicht. Ach, ey. Ich darf mein Ziel nicht aus den Augen verlieren. Mit dem Kopf vielleicht? Wollt ihr ihn wecken? So richtet mein Zauber auf ihn. Ach so. Haha, ich kann mich doch nicht selbst... Schade. Ja. Ach, aktivieren, deaktivieren. Beweg dich. Was ist jetzt passiert? Nun an alle Wächter meinem Willen unterwerfen? Ist doch gar nichts passiert jetzt, großartig. Ach, er hat die Maske. Die Flammen in seinen Augen sind heiß. Ja, ich weiß. Er hat doch da die Maske. Er hält noch immer die Maske. Und Haruns Dolch. Ah. Ihr lebt noch? Der lebt noch. Unglaublich. Nehmt die Maske. Bringt sie fort. Beruhigt euch. Sammelt eure Kräfte. Herrin, seht ihr nicht? Er ist so gut wie tot. Hast du kein Mitleid? Habt ihr? Wohin muss ich die Maske bringen? Nach Draconia. Zum Prinzen. Zum Prinzen? Welcher Prinz? Galved? Seid ihr noch da? Er lag blutend am Boden und ihr löchert ihn mit Fragen? Ihr hattet wirklich kein Mitleid, nicht wahr? Doch. Aber es hätte zu nichts geführt. Es hätte euch menschlicher gemacht. Sagt ein sprechender Stab. Ja, was soll ich dir sagen? So, die Maske haben wir? Ach, das ist mein Dolch. Erst muss ich die Öffnung wiederfinden. Och ja, okay. Es ist, als wäre sie nie da gewesen. Dann müssen wir eben hier... Ich fürchte mein... Na ja. So. Dolch mit Lichtspalt. Ah, guck mal, kann ich denn jetzt nicht hier irgendwie ein... So ein bisschen, Wecke ihn! Was soll er tun, Herrin? Die Wand einhauen. Und jetzt? Gebt auf! Die Wand ist zu dick. Was ist das? Feuerschale. Jetzt geht die bestimmt hoch. So brenne, Feuerschale. Puh. Sie will nicht, Charizard. Sie steht Kopf. Hier ist es ohnehin hell genug. Ja, aber... Wecke ihn! Was soll er tun, Herrin? Da brauche ich keine Feuerschale. Wo denn? Er ist tot. Boah. Ach so, jetzt kann ich da draußen was sehen. Okay, cool. Ja, witzig. So, jetzt musst du hier mal wieder Licht machen. Es werde Licht. Eine herrschaftliche Grabkammer. Das werden wir noch sehen. Ich sehe kein... So, jetzt können wir nämlich hier Licht machen.
Und jetzt können wir wahrscheinlich... Oh. Ich komme nicht dran. Ah, guck mal hier. Wenn das Bein nur etwas näher lege. Wie etwas näher? Haha, ich kann mich... Schade. Ich fürchte, das Bein liegt für ihn genau außer Reichweite. Aber so nicht. Ah, wie geil, ey. Total cool. Geschafft. Muss ich euch darauf hinweisen, wie demütigend das war? Nein, das war mir schon bewusst. So. Wenn ich ihn entferne, schließt sich der Riegel und mein Arm wird abgehackt wie bei einem Dieb. Ja, dann machen wir doch jetzt das Käferbein. Es würde nicht halten. Wie würde nicht halten? Das ist jetzt wieder mit klebriger Dolch? Es klebt nun. Ja, hat doch gerade schon, oder nicht? Und dran. Und jetzt? Wenn ich ihn entferne, schließt sich der Riegel und mein Arm wird abgehackt wie bei einem Dieb. Sie lässt sich nicht öffnen. Nicht ohne den passenden Schlüssel. Oder einen Elefanten und ein Seil. Was ist denn jetzt der passende Schlüssel? Zierbogen, Farbeingang, Käfer, Loch. Es ist zu eng, um hindurch zu klettern. Zur Halle, Wächter. Och nö, ne? Oder ist jetzt drin irgendwas anderes passiert? Es ist zu eng, um hindurch zu klettern. Ach, da ist jetzt aber... Ich hab gedacht, die Tür wäre jetzt auf. Er ist tot. Ja. Es ist zu eng. Ein weiteres Loch hat sich geöffnet. Ja, und nun? Kann ich das Bein wieder abnehmen? Wenn ich ihn entferne, schließt sich der Riegel und mein Arm wird abgehackt wie bei einem Dieb. Sie lässt sich nicht öffnen. Nicht ohne den passenden Schlüssel. Oder einen Elefanten und ein Seil. Sie lässt sich nicht öffnen. Nicht ohne den passenden Schlüssel. Ja, oder einen Elefanten und ein Seil. Ich weiß ja noch niemals, wo die anderen Teile sind. Er liegt nun direkt vor der Tür. Ein süßer kleiner Wurm, nicht wahr? Er erfüllt seinen Zweck. Ich komme nicht dran. Habt keine Angst, meine kleinen Säulen. Prinzessin Sadia wird euch eine gute Herrin sein. Als ob ihr hier jemals wieder herauskommt. Ja, sehe ich auch noch nicht so, dass ich hier wieder rauskomme, ehrlich gesagt. Mehr Beine werde ich nicht finden. Ja, und dann? Es ist zu eng, um hindurch... Ein weiteres Loch. Wollt ihr ihn wecken, so richtet mein Zauber auf ihn. Ah, okay. Schade. Aha. Er hält sich fest. Und nun? Ja, keine Ahnung. Was nu? Mit einem Bein käme er vielleicht dorthin. Aber er ist doch nur ein einfacher Arm, meine Liebe. Da kommt auch er nicht heran. Ja, weiß ich auch nicht. Das weiß ich auch nicht, was jetzt hier los ist.
Es ist zu eng, um hindurch zu klettern. Ein süßer kleiner Wurm, nicht wahr? Er erfüllt seinen Zweck. Er liegt nun direkt vor der Tür. Okay, vielleicht kann ich den jetzt von der anderen Seite irgendwie greifen oder so. Ein weiteres Loch hat sich geöffnet. Es ist zu eng, um hindurch zu klettern. Oh nee. So gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Da kommt auch er nicht heran. Für ihn kommt jede Hilfe zu spät. Ein süßer kleiner... Er erfüllt sein... Ja. Also ich kann dagegen kloppen, das bringt mir aber nichts. Und überall anders kommt er nicht dran. Okay. Wenn ich ihn entferne, schließt sich der Riegel. Und mein Arm wird abgehackt wie bei einem Dieb. Er liegt nun direkt vor der Tür. So kann ich ihn vielleicht jetzt mit dem Stab hier reinziehen. Wollt ihr ihn wecken? So richtet mein Zauber auf ihn. Auch nicht. Keine Ahnung, da müssen wir nochmal durch das Loch gucken. Ob sich da jetzt irgendwas geändert hat oder so. Bu. Auf ihrer Innenseite sind Schriftzeichen. Was muss ich tun, um ihre Macht zu wecken? Geht tief in euch. Was ist das Grausamste, was euch je angetan wurde? Man hat mich verraten und gedemütigt. Erinnert ihr euch an das Gesicht desjenigen, der euch das antat? Ja. Schaut ihm tief in die Augen und Shazam! Wo auch immer er ist, er hat nun Schluck auf. Ich bin deine Spielchen satt. Es war doch nur Spaß. Sagte ich nicht schon, dass ich nicht weiß, was die Maske macht? Ich habe eine vage Erinnerung, aber... Ich werde es schon noch herausfinden. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Das wird niemals... Erinnerst du... Moment, nein, ich fürchte, ich habe... Ich weiß nicht einmal, wo ich ansetzen sollte. Danke, Herrin, aber ich bin... Einmal hat gereicht. Ein schöner Stein. Ist er... Ja, er ist, aber mehr muss... Interessant. Ich darf jetzt nicht den Kopf verlieren. Doch, verliere ich aber gerade. Das bringt mich nicht weiter. Das führt doch zu nichts. Ich kann den Verband problemlos von Hand zerreißen. Ich sehe keinen Zusammenhang. Auch nicht, aber ich probiere halt einfach alles aus. Der Weg der Willkür ist nicht mein Weg. Aber meiner. Bis ich nicht weiß, was die Maske tut, lasse ich sie in Ruhe. Das wird niemals gehen. Das bringt mich nicht weiter. Die Schale glänzt bereits. Lieber nicht. Das ist gerade nicht mehr nötig. Das bringt mich nicht weiter. Ja. Unterhaltsam, nicht wahr? Ich habe schon Besseres gesehen. Oh, wie ich euch beneide. Ob sich von nun an alle Wächter meinem Willen unterwerfen? Er ist tot. Die Flammen in seinen Augen sind heiß. Ach Mann. Mir macht ja auch nichts anderes. Sie ist viel zu schwer, als dass ich sie bewegen könnte.
einmal war schon schwer genug. Es ist zu eng, um hindurch zu klettern. Lieber nicht. Das wird niemals gehen. Warum nicht? Das muss gehen. Es gibt bestimmt eine andere Lösung. Ja, aber welche? Das lässt sich nicht schneiden. Das lässt sich nicht. Sie wirkt nur auf Menschen. Bis ich nicht weiß, was die... Mir fehlt die Vision. Mir fehlt die Vision. Mir auch. Für ihn kommt jede Hilfe zu spät. Ein weiteres Loch hat sich geöffnet. Es ist zu eng, um hindurch zu klettern. Ein süßer kleiner Wurm, nicht wahr? Er erfüllt seinen Zweck. Es sieht aus wie Blut. Wissen, wenn ich jetzt hier die Ampel wieder ausschalte? Oh, bitte lasst sie an, Herrin. Ich habe die Welt außerhalb meiner Kammer noch nie mit eigenen Augen gesehen. Wenn du nicht gehorchen willst, dann ignoriere meinen Befehl doch einfach. Ganz wie ihr wünscht. Okay. Er muss doch irgendwie... Das macht doch keinen Sinn so. Mit einem Bein käme er vielleicht dorthin. Aber er ist doch nur ein einfach... Es ist zu eng, um hindurch zu klettern. Wollt ihr ihn wecken? So richtet mein Zauber auf. Du mal mit deinem Zauber. Davon brauche ich kein Stück. Ich bin zu weit weg. Ich darf jetzt nicht den Kopf verlieren. Ich darf jetzt nicht den Kopf verlieren. Mir fehlt die Vision. Ja, mir fehlt auch die Vision. Achso, ich habe da dieses Buch, ne? Was steht denn da? Öffnet die Grabkammer, das ist gut. Klickt auf die Bildfragmente in der oberen Hälfte, um die wichtigsten Informationen zu den gezeigten Personen, Ereignissen oder Orten zu erhalten. Je weiter ihr in der Geschichte fortschreitet, desto mehr Bildteile und Informationen werden euch zugänglich. Satya trägt immer einen Rubin bei sich. Wo er kommt und was er bedeutet, bleibt unklar. In der gorischen Wüste steht eine gewaltige Schlacht bevor. Der Dämonenherr Borbarat will eine Legion von Wesen aus den Niederhöllen entfesseln und die mächtigsten Kriegeraventuren stellen sich dem entgegen. In seinen Träumen erlebt Fahi jede Nacht aufs Neue die Abenteuer der Prinzessin Satya von Fazar. Ja, und was hat er da erlebt? In der Grabkammer des Magier-Moguls findet Prinzessin Satya einen entsprechenden Zauberstab. Ohne Erinnerungen an sein vorheriges Leben und gelangweilt von den Jahrtausenden in Gefangenschaft verspricht er Satya, aus der Kammer zu befreien, wenn sie sich dafür im Gegenzug bereit erklärt, ihn mitzunehmen. Ja, aber das bringt uns ja alles nichts. Schafft eine Verbindung zwischen den Wächtern und der Tür. Aha. Weckt ihn, okay. Öffnet die Grabkammer, schafft eine Verbindung zwischen den Wächtern und der Tür. Ja, habe ich ja, quasi. Habe ich ja gemacht. Da kommt auch er nicht heran. Muss ich nur oft genug kloppen, oder was? Da kommt auch er nicht heran. Da kommt auch...
Ich schnall's nicht, Freunde. Ich schnall es nicht. Ich schnall es nicht. Das ist wahrscheinlich, drücke ich nur irgendwie falsch oder bin zu doof oder ich. Da kommt auch er nicht heran. Ja, das weiß ich, dass er da nicht rankommt. Oder ist verbuggt. Ja, ist verbuggt. Eine Sicherheit kleine verbuggt. Hand kann hier nicht viel reißen, meine Liebe. Ist so mit Sicherheit verbuggt. Wie, was? Was war eine kleine Hand kann hier nicht viel reißen? Was hat er gesagt? Nein. Der Weg der Willkür ist nicht mein Weg. Hä, was macht der denn jetzt gerade? Ach, die Maske. Hä? Ach. Oh, Brot geht auch noch. Ihr wollt ihn wirklich zerquetschen, Hoheit? Nein, das hätte er nicht verdient. Warum nicht? Da diebet doch ja nicht. Wie kann man denn da jetzt... Ja, woanders kann ich nicht hinhauen. Ihr wollt ihn wirklich zerquetschen, Hoheit? Nein, das hätte er nicht verdient. Habe ich doch gerade schon gesagt. Ach, ey. Ich verstehe es nicht, was sie von mir wollen. Ja. Nein, das ist es nicht. Ach, Freunde. Er ist tot. Sag die Glieder dazu. Des Wächters haben ihn elendig erdrückt. Kann ich die Kette denn nicht da irgendwie... Einmal war schon schwer genug. Und da durch oder so. Das bringt mich nicht weiter. Ah, nee, nee. Ach, ey, tausendmal probiert. So, und jetzt? Kann ich den jetzt da irgendwie... Mach den mal wieder hier lebendig. Ach, okay, cool. Ja, und jetzt? Wenn ich ihn entferne, schließt sich der Riegel und mein Arm wird abgehackt wie bei einem Dieb. Ein süßer kleiner... Er erfüllt... Was habe ich jetzt gewonnen? Geh weiter da. Mit einem Bein käme er vielleicht dorthin. Ach so, jetzt. Ach, guck mal, jetzt kann der Wächter ja vielleicht. Der hier. Jetzt vielleicht dran ziehen. Befehle dem Wächter, die Tür einzureißen. What? Ach, okay. Stärker. Er soll stärker ziehen. Er kann nicht. Die Tür ist zu mächtig für ihn. Wenn er es nicht kann, dann ein anderer. Wie dann ein anderer? Wo soll ich denn jetzt einen anderen herholen? Ach guck mal, den kann ich doch bestimmt befehligen hier, oder nicht? Der Erwache! Ist doch fit. Warum habe ich den denn nicht sofort genommen? Mit den Beinen geht er nirgendwo mehr hin. Ach so, okay, da muss ich wahrscheinlich... Mit den Beinen... Ja, ist ja gut. Da muss ich wahrscheinlich die Kugel noch weiter runterschubsen, oder was?
Vorhalle. Wups, zum nächsten. Ach, Bums. Prinzessin, das führt doch zu nichts. Ah, ich hatte Äonen Zeit, diese Mauern einzureißen, und es ist mir nicht geglückt. Warum sollte ein Mädchen in kürzerer Zeit so viel mehr erreichen, als ich in Jahrtausenden? Ja, du halt nicht sehr clever, du bist mein Freund. Außerdem hast du keine Füße und keine Arme. Seht es endlich ein und gebt auf. Die Wächter sind viel zu schwach. Wie, die sind zu schwach? Ich bin zu weit weg. Ich bin zu weit weg. Ich komme nicht ran. Was ist denn, wenn ich hier... Der Koloss ist auch ein Wächter, richtig? Wecke ihn. Charizard, seid ihr da wirklich sicher? Ich sagte, wecke ihn. Wie ihr wünscht. Nimm den Wächter und zieh. Ja, sehr schön. Was war das? Ich habe mit meinem puren Willen eine Tür aufgerissen. Nein, ihr habt gelacht wie eine junge Frau. Hey! Du? Du lebst noch? Ich habe gewartet. Du hättest mir ruhig helfen können. Du hast die Maske. Wo ist mein Geld? Unser Auftraggeber ist tot. Du bekommst dein Geld, wenn du mich hier raus und durch die Berge nach Draconia bringst. Halt! Warte! Ich werde dich bezahlen. Du? Du vergisst, ich bin eine Prinzessin. Was hast du? Was habe ich? Ich habe eine Silberschale. Du bekommst zum Lohn diese Silberschale. Silber ist nicht genug. Ah, doch, da kannst du dich ja auch drin angucken und dich schminken und so. Oder Reichtümer. Als Tochter des Kalifen besitze ich Reichtümer jenseits deiner Vorstellungskraft. Der Kalif ist tot, der Palast geplündert. Ich war dabei. Dann habe ich noch diesen Rubin. Wenn du mich sicher ans Ziel bringst, erhältst du meinen kostbarsten Besitz. Meinen Almandin. Er ist mehr wert als alles, was du jemals in den Händen halten wirst. Gut. Draconia für den Rubin. Abgemacht. Er wird euch kein guter Diener sein. Bei ihm weiß ich wenigstens, woran ich bin. Darf ich euch noch etwas fragen? Denn ich verstehe euch nicht. Warum tut ihr all das? Ihr seid dran. Was wollt ihr noch erreichen? Ich will in den Krieg ziehen. Ich brauche eine Waffe. Aber warum? Um die Schlacht zu gewinnen. Um auf ewig in die Geschichte einzugehen. Noch in 1000 Jahren sollen die Menschen sich von meinen Taten erzählen. Und voller Ehrfurcht meinen Namen flüstern. Zadia al-Kebir. Die größte Heldin, die die Welt je gesehen hat. Ja, nice. Darf ich wieder steuern, oder? Nee. Zadia al-Kebir? Nie gehört. Du nicht und auch sonst niemand. Das arme Mädchen ist vollkommen in Vergessenheit geraten. Wie geht die Geschichte weiter? Mit Hilfe des Verkina brachte Zadia die Maske über den Raschtulswall nach Draconia. Sie schloss sich den dortigen Truppen an und zog in die Schlacht. Aber das sind alles unwichtige Details. Damit musst du dich nicht beschäftigen. Wichtig ist nur eines. Das Rätsel, das ich dir nun stellen werde. Die Inschrift auf der Grabkammer. Unwichtige Details? Wie kann die restliche Geschichte nicht wichtig sein? Nun, sie ist wichtig, aber nicht für dich. Vertrau mir. In diesem einen Fall ist Unwissenheit wahrlich ein Segen. Hau raus. Wie kann die restliche... Nun, sie ist wichtig. Vertrau mir. Okay, ist der Traum denn wirklich passiert? Wenn sich niemand an sie erinnert, woher weißt du, dass es diese Frau wirklich gab? Gute Frage. Ich habe es selbst überprüft. Malakars Grabkammer gab es wirklich. Und vor über 450 Jahren wurde eine junge Frau beobachtet, die zusammen mit einem Verkina aus eben jenem Stollen stieg und in Richtung Raschtulswall aufbrach. Ich schwöre dir im Namen meines Vaters und all meiner Vorfahren,
Satyas Geschichte ist eine wahre Geschichte. Ja, und das Rätsel? Habe ich euch richtig verstanden? Die leuchtende Inschrift auf der Grabkammer ist das Rätsel? Ganz genau. Eine uralte Inschrift in Ur-Tulamidia verfasst. Als gebildete tulamidische Prinzessin war Satya die einzige, die sie lesen konnte. Ich habe aus meiner Erinnerung eine Abschrift verfasst. Ein alter Freund hat sie mir übersetzt. Sie lautet, so wie der Stein über den Skarabäus, so herrscht der Skarabäus über den Stein. Wisst ihr die Antwort, so tretet ein. Wisst ihr sie nicht, sei euer Leben auf ewig mein. Unheimlich. Ich glaube, Satya kannte die Antwort, sonst hätte sie die Kammer nie betreten. Aber warum hat sie den anderen verschwiegen? Hat sie damit nicht alle in ihren Untergang geschickt? Ich sehe, du hast gut aufgepasst. Ich gebe dir nun 3 Tage, das Rätsel zu lösen. Am 4. Tage werden wir weiterziehen, ob du die Antwort nun kennst oder nicht. Und wenn ich es bis dahin löse? Erhältst du, was du von mir verlangst. Einen Zauber der mächtigsten Transformatio. Einen Spruch, der jegliches Lebewesen in jedwede beliebige Form verwandelt. Abgemacht. Du gefällst mir, Geron. Ich bin mir sicher, unser Geschäft wird für uns beide gut ausgehen. Glaubt mir, das hoffe ich auch. Ich habe jetzt schon wieder vergessen, wer das Rätsel ging. Irgendwas mit dem Skarabäus. Komischer Kauz. Nuri, ich bin zurück. Ich glaube, ich habe jemanden gefunden, der dir helfen kann. Nuri? Ich bin hier. Was ist mit dir? Eine Wunde ist aufgegangen. Mein Flügel blutet wieder. Oh nein, hast du wieder mit Tieren gespielt? Du bist jetzt ein Rabe, du kannst das nicht mehr. Ich hab nicht gespielt. Sie ist einfach wieder aufgegangen. Es sieht nicht schlimm aus. Bleibe ruhig liegen. Ich mach dir eine Salbe. Für Nuris Heilsalbe muss ich zerriebenes Wirselkraut mit Salbenfett vermengen. Salbenfett. Ich kann nur beten, dass die Herrin Peraine dieses eine Mal auch einfaches Fett duldet. Eieiei, Herr König Kastanie. Zerbrochenes Artefakt. Bücher. Boah, hier ist jede Menge zum Angucken. Tat es weh, als das Artefakt deine Seele in den Rabenkörper zog? Ich weiß nicht. Davor war schlimmer. Mein Feenkörper war am Verwelken. Es tat viel mehr weh. Es tut mir leid. In dem Moment konnte ich nur deine Seele retten, nicht deinen Körper. Ich frage mich oft, ob es nicht doch einen anderen Weg gegeben hätte. Ich habe alles versucht. Hesindegeweihte befragt, Zauberbücher aus der Akademie geklaut, mit Hexen paktiert. Nichts und niemand kann die Macht des Artefaktes wiederherstellen. Und selbst wenn, Nuris alter Körper ist auf ewig, hoffentlich hält dieser Fahi, was er verspricht. Ja, König Kastanie. Hoho, Nuri. Ich, der König der Kastanien, wünsche dir einen guten Abend. Guten Abend, König Kastanie. Warum so traurig, meine Liebe? Ach, ich weiß nicht. Ich will gerade einfach nur schlafen. Oh, das ist eine sehr weise Idee. So weise, dass ich dich hiermit offiziell zu meinem Schlafminister ernennen werde. Oh, danke, werter König. Du hast dir den Titel redlich verdient. Gefällt dir der neue Vogelbaum? Ja. Geron, warum muss ich erst wieder eine Fee sein, bevor wir hier weg können? Weil du eine Fee bist und kein Rabe. Und Giacomo sagt, dass wir uns beeilen müssen, dich zurückzuverwandeln. Er sagt, eine Feenseele ist etwas sehr Sanftes. Wer weiß, was geschieht, wenn sie zu lange in einem falschen Körper weilt. Außerdem kann ich dich hier um einiges besser beschützen als auf Reisen. Wenn du dich nur beschützen ließest. Okay, okay, Vogelbaum, was haben wir da? Wieselkraut. Das brauchte ich doch, glaube ich. Da ist nichts drin, was nur... Rezept hatten wir, Bücher hatten wir noch nicht. Ich bringe sie bei meinem nächsten Einbruch zurück. Bei meinem nächsten Einbruch? Sie ist mit magischem Feenwasser aus Nuris Höhle gefüllt. Okay. Vermisst du deine Familie, Nuri? Die Feenkönigin und den Feenkönig? Ein bisschen. Aber ich gucke nicht gern zurück. Die Tiere und Pflanzen dieser Welt sind jetzt meine Familie. Diese vermaledeite Harfe. Wäre sie nicht gewesen, wärst du noch du selbst.
Ich will nicht daran denken. Es war so schlimm. Okay. Bei Travia. Er ist ganz fettig. Ist doch gut. Bei Travia. Pack doch das Wieselkraut da rein am besten. Vorher muss ich das Kraut noch irgendwie zermahlen. Ach so, ja, okay, macht Sinn. Das bringt nichts. Das bringt nichts. Also, ne, wollte ich auch gar nicht. Die Schädel sind noch aus Gwinlings Zeiten. Sie sind eklig. Warum hängst du sie nicht ab? Wir müssen das Bild aufrechterhalten. Falls jemand merkt, dass ich keine Vögel mehr fange und dafür mit einem sprechenden Raben lebe, verbrennt man uns bei lebendigem Leib. Aber du hast sie doch alle gerettet. Sag ihnen das doch mal. Der Vogelfänger ein Held? Die lachen mich doch aus. Außerdem ist mir gleich, was diese Tölpel von mir denken. Würden sie aber gut von dir denken, wäre dein Leben doch schön. Nori, mein Leben war schön. Es war schön mit dir auf Reisen. Mir reicht, dass du weißt, was wir getan haben. Käfig. Ich fürchte, morgen musst du da wieder rein. Zumindest so lange, bis du wieder fliegen kannst. Sonst sehen die Andergaster, dass ich mit einem sprechenden Raben auf der Schulter unterwegs bin. Und wir hätten sofort wieder einen wütenden Mob am Hals. Wieder? Wenn ich daran ziehe, reißt der ganze Vorhang ab. Ich komme mit den Reparaturen doch jetzt schon kaum noch hinterher. Wenn ich daran ziehe, ich komme... Unnützes Gestrüpp. Morgen werfe ich es weg. Nun gut. Nein, ich muss mich um Nori kümmern. Ja, was soll ich denn sagen? Da müssen wir irgendwie das Zeug hier klein kriegen. Ich brauche eine feste Unterlage, um das Kraut zu zerreiben. Ach was. Mir fällt dazu nichts ein. Ja, drauflegen. Wie es gesagt. Unsinn. Ja, Unsinn. Den sagen. Ja, klar, ne, das ist natürlich... Ich habe das Heilkraut in die Schale gelegt. Jetzt? Nein, was soll... Heilkraut aus dem Wald, falls Nori sich wieder verletzt. Bei Travia, er ist ganz fettig. Nach dem Essen wollte ich so schnell wie möglich zu Fahi. Da war keine Zeit mehr zum Ausputzen. Ja, ich hab auch nichts zum Ausputzen, ehrlich gesagt. Diese Vermaledei, diese Ver... Die Feen haben... Den Göttern sei Dank... Vorher muss ich das Kraut noch irgendwie zermahlen. Zermahlen, zermahlen. Benutze Kraut mit Vogelschädel. Ach was. Ja, mit mir. Hier ist doch so ein Ding, oder nicht? Warum geht denn das nicht? Oder mit König Kastanie vielleicht? Wozu? Ja, was weiß ich denn? Auch das wird es nicht wiederherstellen. Das Artefakt bleibt auf ewig zerbrochen. Hier, bevor das Kraut wirken kann, muss ich es in einer festen Schale zerreiben. Ach, in einer... Ah. Okay. So, und jetzt... Damit oder was? Ich kann das Kraut mit dem Messergriff zerreiben. So. Feiner bekomme ich das Kraut nicht. Mit bloßen Händen bekomme ich es da nicht raus. Mit bloßen... Bei Trav... Sollst jetzt das mit bloßen nehmen? Händen bekomme ich es da nicht raus. Feiner bekommen. Ich mache...
Wozu? Ja, Freimir auch. Arimir auch. Wenn ich komme mit den Rep... Wenn ich daran... Ich... Unnützes Gest... Morgen werfe ich es... Ganz seltsam. Da ist nichts drin, was Nuri helfen könnte. Ich habe alles versucht. Das Artefakt bleibt auf ewig zerbrochen. Ich bringe sie bei meinem nächsten Einbruch zurück. Ich habe das Kraut, so gut es ging, mit dem Messer zerrieben. Ja, da, ach hier. Oder was? Reparieren, zerstören? Da muss nichts heil gemacht werden. Hier. Vielleicht klappt es diesmal. Nein, es ist hoffnungslos. Das Artefakt bleibt auf ewig zerbrochen. Hier vielleicht? Das wirkt nur auf leicht zerbrechliche Dinge. Er lässt sich auch mit Magie nicht mehr reparieren. Unnützes Gestrüpp. Morgenwerb. La la la. So leicht zerbricht das nicht. Da brauche ich keinen Zauber. Nein, ich lasse es so. Da muss nichts heil gemacht werden. Da muss nichts heil gemacht werden. Das wirkt nur auf leicht zerbrechliche Dinge. Nein, ich lasse es so. Ei, Karamba. Ich habe ihn gestern erst repariert. Wofür habe ich denn den Zauber? Tot ist tot. Tot ist tot. Er lässt sich auch mit Magie nicht mehr reparieren. Ja, was soll ich denn da machen? Das ist zu stabil. Da muss nichts heil gemacht werden. Dafür brauche ich Fais Verwandlungszauber. Ja. Meiner kann auch nicht einmal gebrochene Flügel reparieren. Nein, ich muss mich um Nuri kümmern. Ich bin gerade etwas überfragt. Ich hätte nie gedacht, dass ich die nach letztem Winter wieder hinbekomme. Ich würde sagen, ich mache hier an der Stelle jetzt mal eine Pause und dann werden wir hier an gegebenem Zeitraum weitermachen. Ich mache auf jeden Fall sehr viel Spaß. Das Spiel ist sehr schön von der Grafik her und allem von der Sprachausgabe. Sehr, sehr cool. Wir speichern hier einmal ab. Schön, dass ein paar Leute von euch auch da waren. Speicherstände? Achso, okay, speichern. Und dann würde ich sagen, gehen wir an dieser Stelle mal raus. Bis dahin, alles Gute und einen schönen Abend euch. Ciao, ciao.